Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Und gestern ist das Snapshot 18W08A rausgekommen. Und dieser Snapshot beinhaltet mal wieder so einige neue Sachen und auch Änderungen. Und die würde ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar mit dem Locate-Befehl. Also hier slash locate. Ja, da gibt es vorher eine neue Sache und zwar. Kennt ihr es ja, dass ihr dann für den Befehl eingegeben habt? Ja, zum Beispiel irgendwie zu einer Mansion oder sowas halt, ne? Ihr könnt ihr aber jetzt hier eingeben und dann würden halt die Koordinaten einfach so kommen. Ja. Und, man konnte sich nie wieder was zu teleportieren, man muss es immer selber halt wieder eingeben oder halt selber suchen im Survival-Mode. Aber jetzt, wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach hier eingibt, zum Beispiel Locate Village oder so, ja. Locate Village. Dann steht ja einfach, was der New Village ist, add an die Koordinaten und wir machen die Box away. Aber da steht hier halt die Koordinaten und wir können einfach hier Glitch Teleport wieder W4 eingefügt, Enter drücken und dann wird teleportiert. Was ein ziemlich komischer Bug sind, hier sind Diamanten, sehr, sehr komischer Bug ist folgendes, dass einfach hier in auf 0 teleportiert wird. Und warum? Warum setzt man auf 0? Ich meine, das ist so ein bisschen Bad Rock. Das hat keinen Sinn. Survival Mode total dumm, weil wir sowieso sterben. Auch ein Creative Mode ist ein bisschen nervig, weil man muss ja mal erstmal hochbuddeln oder sowas oder hier. Bei Kinder Mode ist ein bisschen komisch, warum ich das nicht auf 0 gemacht haben. Keine Ahnung, warum ich auf einfach auf 100 oder so. Ja. Und ich weiß auch, dass irgendwie nur beim Village oder so ist oder was irgendwie auch hier Locate und jetzt hier Mansion oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Locate Mansion, jetzt hat man so eine schöne Mansion besucht. Natürlich nicht gefunden wird. Warum auch immer. Ich gar nicht gefunden, verdammt. Dann kann man Desert Pyramid zum Beispiel nehmen. Finde ich gefunden, warum? Ach doch, hier. 2011 Blocks Away. Kann ich draufklicken und wird halt teleportiert. Und auch hier, wenn man auf 0 teleportiert. Ich weiß nicht warum. Wir sind auf jeden Fall im Bedrock. Mitten drin. Und hier so eine Desert Pyramid. Das ist auf jeden Fall cool. Und auf jeden Fall könnt ihr einfach jetzt hier richtig schön importen. Und dieses Command-System ist auch so schwierig, ne? So, ne, ich muss hier. Ich will mal zum Dorf wieder zurück. War cool. So. Ja. Hoch, 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 jetzt hier. Gut, auf jeden Fall Änderungen beim Locate-Befehl. Wir können uns jetzt mit einem Klick direkt hier einen Teleport machen mit Befehl. Dann gibt es bei der Balkanierung neue Ozeanbiome. Und zwar werden die Ozeanbiome jetzt in unterschiedliche Temperaturkategorien aufgeteilt. Und zwar einmal in gefroren, in kalt, normal, lauwarm und warm. Und daraus resultieren jetzt 7 neue Ozeanbiome. Und zwar gefrorene Tiefsee, kalte Ozean, kalte Tiefsee, lauwarmer Ozean, lauwarme Tiefsee, warmer Ozean und warme Tiefsee. Ja. Also, entweder so eine Tiefsee zum Beispiel, entweder warm oder kalt. Ja. Auf jeden Fall, wenn es irgendwie hingeht zum Ozean, ich habe keine Ahnung, wo es einer ist. Warum ich ihn dann finde, wäre mal cool. Wenn man spawnen, warum weiß ich. Also, wenn ich mal hier Kill mache. Ach, was ist das? Kill bis Kill nicht mehr. Achso, jetzt muss man. Ah, ist das ein Rotz hier? Hallo? Das Command-System kotzt mich auch so an, ne? Ich hoffe, wir ändern das wieder 1.14, ey. Boah, den muss man aushalten. Alles ist falsch hier. Wir haben wir hier, glaube ich, einen Ozean. Da steht jetzt zum Beispiel hier lukewarm. Da ist dann lauwarm. Also lauwarmer Tiefsee. Ja, lauwarme Tiefsee. Ist auch vielleicht andere. Zum Beispiel ein lauwarmer Ozean, normal. Ist ja ein, okay, nur lauwarmer Tiefsee-Ozean. Dann oder war was anderes. Achso, nochmal hier Deep. Das sind nur diese lauwarmen. Ist gefrorenes Mal. Wahrscheinlich nicht, aber. Also ihr seht halt, was hier mit gemeint ist. Also natürlich lauwarm und so. Ich glaube, wenn man zum Beispiel mal ein Dschungel oder sowas ist. Ich gucke mal hier Locate und jetzt hier, ja, dann, wie heißt das Ding? Jungle Pyramid. Ich finde da was sehr cool. Wahrscheinlich nicht. Ah, verdammt.
Das mir bitte mit dem Okay-Befehl, Alter. Können wir bei hier mal bei Spawn-Part mal gucken. Auch nicht, ey. Was ist da los? Was ist das für ein Locate-Befehl? Ja, früher nicht so. Ja, dann machen wir nochmal hier ein Igloo. Vielleicht findet er das. Ja, auch cool. Ja, auch nicht, mein Gott. Das war früher auch nicht so. Wie sieht's aus mit hier mit Monument? Was war nochmal ein Monument? Monument? Ach, was war nochmal ein Monument, ey? Keine Ahnung. Weiß gerade nicht. Was können wir mal Desert Pyramid nochmal hier versuchen? Ah, da. Können wir teleportieren halt, ne? Und dann wird es, glaube ich, irgendwie dann irgendwie beim nächsten Ozean dann halt irgendwie warme See oder sowas stehen. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie so einen Ozean hier finde. Keine Ahnung. Bisschen Glückssache hier, ne? Ja, cool auf jeden Fall. Euch das vielleicht auch nochmal zu zeigen. Die Chunks generieren nicht nach, ich weiß auch nicht warum. So viele Bugs. Die generieren nie nach, hier habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Also, wenn man hier mal zum Beispiel guckt, steht hier auch. Auch immer noch lauwarm. Was ist das denn? Irgendwie sowas. Warmer Ozean. Ich denke, so ein warmer Ozean wird dann irgendwie sein beim Dschungel oder sowas. So ein gefrorener Ozean halt beim Tiger-Biom oder sowas halt, ne? Also, ihr wisst halt, was ich meine halt. So, ich würde sagen, ich freue mich, muss vielleicht in mein Dorf hier mal wieder zurück. Das war ganz cool. Auf jeden Fall neue Ozeantypen. Dann als nächstes, ich war eben so. Und zwar, bei den Höhlen und Schluchten wird es so sein, dass, Schluchten, die kommen jetzt deutlich häufiger vor. Und es gibt auch viel mehr Höhlen in Ozeanen. Also mehr Schluchten und Höhlen in ja, Ozeanen. Ansonsten gibt es also, wenn Höhlen und Schluchten im Ozean sind, die eine Öffnung zum Meeresgrund haben, sind die komplett geflutet. Das heißt, wenn das zum Beispiel so eine Höhle ist oder eine Schlucht im Ozean, dann ist das direkt geflutet. Ja. Also, die Höhlen stehen einfach unter Wasser. Ja. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also, keine Ahnung. Wenn man so ein Dings hat und dann ist das richtig geflutet. Irgendwie wie so ein Film. Keine Ahnung. Oh, schauen wir uns mal nochmal an. Ne? Und ansonsten, jetzt bei 50% der Höhlen und Schluchten, die keine Anbindung an das Meereswasser haben, sind auch geflutet. Also, normale Höhlen. Die sind zu 50% auch geflutet. Also vielleicht wollen wir mal wieder ins Wettermund nochmal gehen hier. Keine Ahnung, vielleicht findet man so eine Höhle hier. Also ich glaube, Minen sind von nicht betroffen, genau. Minen sind davon nicht betroffen. Also zum Beispiel wie sowas hier. Also ich glaube, es ist einfach, dass es viel, viel häufiger vorkommt, dass sowas hier jetzt zum Beispiel geflutet ist hier. Ja. Also es gab es zwar deutlich, also früher deutlich weniger, dass hier sowas hier geflutet ist. Natürlich sieht man was geflutet hier und dann da auch, hier überall ist irgendwas geflutet. Und halt deutlich häufiger vor, dass die Höhlen hier im Meeresgrund, nicht im Meeresgrund, sondern hier bei der Erde einfach geflutet sind. Was mir ziemlich cool ist. Ansonsten, wenn sich Lava in einer gefluteten Höhle oder Schlucht befindet, wird die oberste Schicht zu Obsidian und die anderen Blöcke werden dann mit Magma-Blöcken ersetzt. Ja. Also, wenn da zum Beispiel Lava in so einem, in einer Unterwasserhöhle drin ist, dann wird die erste Schicht Obsidian. Und die anderen Blöcke könnten dann zu Magma-Blöcken werden. Und wenn ihr letzte Woche aufgepasst habt, in der letzten Snapchat-Vorstellung, ne, gibt es diese Meeresströme und die ziehen euch nach unten. Dann dürft richtig ganz Zeit schaden. Also ziemlich gefährlich. Ihr solltet auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Und, ich packe die ganze komisch rum. Da seht ihr das hier? Ich packe ganz zurück. Auf dem Server, wenn ich keine Finger aber hier. Auf jeden Fall besser ist dann gewesen von dieser kleinen Snapchat-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonniert vergessen. Und tschüss.